Was passiert eigentlich, wenn ein Observer einen Observer observiert? Das ist eine gute Frage und ich musste sehr lachen, als ich diesen tollen Satz gelesen habe, Mr. Mead. Finden wir es doch raus. Ja, Observer. Ich habe ja eigentlich eher wenig Lust, weil letztes Mal war das Spiel ja sehr freundlich und lustig zu mir. Aber gut. So, wir sind hier irgendwie an diesen Tatort gekommen und wir wissen nicht wie. Und was ist das denn? Okay, gucken wir mal, dass wir hier irgendwas reißen können, dass wir hier nochmal ein bisschen weiterkommen. Wir haben ja immer noch so ein paar Sachen offen. Und zwar waren das. Genau, Traumfresser macht mir langsam zu schaffen. Wie ist es möglich, dass ich das was anschließend vergessen konnte? Egal, jetzt wo ich wieder in der echten Welt bin, sollte ich mich in der Wohnung nach Hinweisen umsehen. Der Mörder wurde im Kampf verletzt. Er hinterlässt eine Spur. Wenn ich ihr folge, kann ich den Bastard vielleicht endlich schnappen. Okay, wir wollten aber noch eigentlich, das ist jetzt eigentlich nur so die Hauptquest, wir wollten uns aber eigentlich noch um die Nebenquest kümmern. Seltsame kleine Mädchen. Da wollte ich nochmal hoch und diese Nachbarn da. Die Wohnung 205 wollte man doch auch nochmal durchsuchen. Okay, kann man das irgendwie genauer untersuchen? Nee, wie ging denn das nochmal mit der rechten Maustaste? Okay, wir können das aber scheinbar nicht genauer. Oder mit der Sicht? Nee, also das ist Blut, er wurde verletzt. Spezialgegenstand. 862 mm. Oh, Holz, bla, reguläre Materialien entdeckt. Also so ein Gehstock. Mit Beinprothese. Okay, Filterungsimplantat. Nein, ah, ich drücke hier ständig die falschen Tasten. Das ist nervig. Jo, gucken wir uns noch mal ein bisschen um. Gucken wir uns noch mal ein bisschen um. Ein Tablet. Und ein PC mal wieder. Sehr schön. Halt. Okay. Current Search ergibt nichts. Wir haben Mails. Was? Okay. Antwort. Wiedereinsetzung. Jack. Ich habe dich immer als guten Freund und Mentor betrachtet. Auch wenn deine Lehrmethoden manchmal etwas herb sind, bin ich durch sie zum besseren Chirurgen geworden. Ich möchte dir nur den gleichen Gefallen erweisen und ganz ehrlich sein. Du hältst auf gar keinen Fall deine Lizenz zurück. Die Anschuldigungen des Rats sind einfach zu schwerwiegend. Ich habe meinen ganzen Einfluss geltend gemacht und ein Gesuch eingereicht, aber sie geben einfach nicht nach. Selbst nach dieser Zeit bist du immer noch ein Aussätziger und die Familie des Patienten hilft auch nicht. Meine Güte, Jack, was hast du dir nur dabei gedacht? Einen ungetesteten Prototyp in einem Patienten der Klasse A einzusetzen? Und wozu? Selbst wenn es funktioniert hätte, wäre dir Missbrauch vorgeworfen worden. Was auch immer deine Gründe waren, ich befürchte, du wirst mit den Konsequenzen leben müssen. Mit freundlichen Grüßen, Herbert. Okidoki, haben wir wohl Implantate bei irgendwelchen Leuten eingesetzt, bei denen wir die gar nicht hätten einsetzen sollen. Also der Typ hier in der schönen, der Jack. Das hast du alles verdient. Ich weiß nicht, ob diese Nachricht sie erreicht, aber ich hoffe es sehr. Es hat etwas gedauert, ihre aktuelle Adresse herauszufinden. Wir kennen uns nicht persönlich, aber ihre Taten haben mein Leben verändert. Genauer gesagt, sie haben es in einen Albtraum verwandelt. Also möchte ich diese Gelegenheit nutzen, Ihnen meine Wertschätzung auszudrücken. Vor knapp 2 Jahren hatte ich die einzige Frau, die ich je geliebt hatte, die zweifelhafte Ehre, sich in ihrer Pflege zu befinden. Und auch wenn sie nicht genesen ist und nicht genesen wird, so hat ihr derzeitiger Arzt, ein echter Arzt, einen Weg gefunden, ihr das Leben halbwegs erträglich zu machen. Dazu hat er eine Magensonde gelegt, wo sich ihr Hals befand. Sie hatte eine wunderschöne Stimme, falls ihr das überhaupt interessiert. Ich habe gelernt, dass Soziopathen sich nicht um das Elend anderer scheren, auch wenn sie es verursacht haben. Ich habe noch nie jemandem etwas Böses gewünscht, aber wenn ich die leere, verkrüppelte Hülle dessen sehe, was einst meine Frau war, kommen mir Gedanken und Gefühle, die ich nie für möglich gehalten habe.
Ich habe dieser Nachricht ein Foto angehängt. Ich möchte, dass Sie es sich lange und genau ansehen und wissen, was Sie getan haben. Ich möchte, dass es Sie für den Rest Ihres Lebens verfolgt. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie ein Metzger sind, ein Quacksalber, ein herzloser, leerer Nichtsnutz. Ich weiß nicht, in welches Höllenloch Sie sich verkrochen haben, aber ich hoffe, Sie verrecken da drin und rotten danach in der Hölle. Ja, also wir sind jetzt in der Höhle, in diesem Apartment und wahrscheinlich war jetzt dieser Jack hier, der Typ hier, wahrscheinlich mal ein Chirurg. Und wir haben jetzt hier auch so ein paar kranke Sachen gesehen, auch so mit so einer Frauenimplantaten, so einer Frauenhülle. Ja, wahrscheinlich hat er da irgendwas komplett kacke gemacht und total verpatzt. Und ja, jetzt haben wir hier natürlich den Mann einer ehemaligen Patientin, der jetzt natürlich nur noch das Schlechteste wünscht. Ist natürlich nicht schön. Da ist es wieder. Hey, ich bin mir sicher, man sieht es unter der Haut. Das Ding juckt wie die Hölle und es wird schmuddelig, wenn ich es anfasse. Du musst was tun, so kann ich nicht zur Arbeit gehen. Melde dich, wenn du diese Nachricht bekommst. HN. HN. Helena Novak? War das nicht sie? Helena? HN. Die war doch nicht hier die eine Frau, die wir bis zum Ding verfolgen mussten. War das sie? Die hatte auch das Kürzel HN. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob das jetzt... Ist das jetzt hier der nicht nur der Chirurg, sondern der... Der Tätowierer? Ich habe gerade so einen Break gemacht, weil ich gerade was Lustiges gesehen habe. Nee, okay, das werden wir vielleicht rausfinden, wer das hier ist oder auch nicht. Aber guck mal da, die Flaschen. Layers of Ink. Wahrscheinlich heißt es Layers of Ink. Also ich glaube, das hier ist doch der Tätowierer, nicht nur Chirurg. Vielleicht war er mal Chirurg und hat deswegen... Aber bei ihm hingen ja auch ganz viele Arme dran. Also ich glaube, wir sind ja schon im Raum des Tätowierers. Im Apartment. Nee, hier, Layers of... Das ist so eine süße Anspielung auf Layers of 4. Das ist total toll. Ist mir gerade aufgefallen, so, Moment mal, Layers of? Das ist natürlich hier nicht Layers of 4, sondern Layers of Ink. Aber trotzdem schön. Gut, Komplikation. Ich mache mir Sorgen um den Kurier. Sie kommt mit dem Stress nicht gut klar. Sie ist irrational und neigt zu Hysterie. Ich kann mich auf meine unfehlbare Software und meine Hardware verlassen, aber die menschliche Komponente ist, wie immer, das schwächste Glied. Ich frage mich, was riskanter ist, einen Dritten hinzuzuziehen oder so weiterzumachen wie bisher. Ah. PS, danke für das Gemälde. Ich hänge es gleich auf. Ich habe auch schon den perfekten Platz. Ja, die menschliche Komponente, die ist natürlich, ja, schwierig. Wobei ja Technik auch mal versagen kann, ne? Vor allen Dingen dann meist, wenn man es nicht braucht. Und ein Mensch, das plant man ja meist ein. Die Technik überschätzen viele Leute dann doch. Dokumente keine Daten, Programme keine Daten. Also hier ist nichts sonst. Können wir irgendwas suchen? Nee, okay, dann gehen wir doch mal wieder weg von hier. Ah, Gemälde, toll. Von Kyron Inc. Also ich frage mich halt jetzt echt, hier ist er der Tätowierer hier? Und wenn ja, war er dann mal ehemaliger Chirurg? Und hat er dann auf Tätowieren umge... Wobei, es wird halt von dieser Tinte da, dieser Layers of Ink da hinten passen. Was haben wir da? Credit Chip. Können wir die mitnehmen? Nee, kann man nicht. Okay. Hier, damit kann man auch nichts mehr anfangen. Das finde ich echt putzig. Also, solche Easter Eggs mag ich total gern. Gut, dann gucken wir hier noch. A fellow outcast.
Aha, interessant. Okay. Hier ist ja auch nicht gerade der ordentlichste Haushalt, aber. Und was haben wir da? Posh pillows. Not really trendy out here. Okay, illegale Stimulanz. Naja, wie Drogen halt, ne? Okay, was haben wir da alles noch? Da ist noch ein Kühlschrank. Was haben wir da drin Leckeres? Ja, das sieht ja nicht so lecker aus. Genauso wie da unten, ne? Okay, ich glaube, hier in der Wohnung gibt es jetzt auch soweit nichts mehr. Kollege? Wir gehen dann mal. Dann versuchen wir vielleicht mal. Ja, das ist jetzt auch erstmal alles das Blut, das der Mörder hinterlassen hat. Oh, noch mehr davon. Das ist natürlich immer gut. Oh, okay, ja, das ist Geschmackssache. Nur noch ein Plattenspieler. Gibt's hier vielleicht eine Platte? Das will ich jetzt noch mal kurz gucken, ob es da hinten vielleicht irgendeine Platte gab. Gibt's einen Haufen CDs, aber keine Platte. Haufen alte Videokassetten. Nee, okay, dann gehen wir mal weiter. Ich sag, ich würde eigentlich gerne noch mal hochschauen in. Warum hat es da jetzt so rangezoomt? Protokoll aktualisiert. Der Mörder wurde im Kampf verletzt. Er hinterlässt eine Spur. Ja, genau. Aber ich würde gerne noch mal hoch zu 205 und das Mädchen. Wo war denn das? Hotel Dieu, Kaspelfächer. Himmlischer Trost für die ganze Familie. Warum ist das jetzt so nah rangezoomt? Nein, schon wieder so Kratzspuren. Hä? Warum ist denn das so nah rangezoomt? Das ist total komisch. Oder kommt es jetzt nur mir so vor? Der hat sich doch gerade ein bisschen rangezoomt, als wir hier rausgegangen sind. Ah. Okay. Toll, wenn wir jetzt da reingehen, dann versperrt es den Weg nach draußen. Ich weiß es doch. Haben wir schon wieder einen Lockdown hier? Kann das sein? Attention, this is a sanctioned lockdown procedure.
ob. Hä? Attention tenants. This is a sanctioned lockdown procedure. There is no need for concern. Remain in your apartments and await further instruction. Attention tenants. This is a sanctioned lockdown procedure. There is no need for concern. Remain in your apartments and await further instruction. Waren wir hier nicht erst? Nee, waren wir hier nicht schon mal? Ich komme durcheinander. Oh toll, der Keller schon wieder. Genau. Warum auch nicht? Ich meine, hey, ich habe ja sonst nichts zu tun. Sechs. Warum können wir da nicht rein? Das wäre mal ganz nett, wenn wir da reingehen könnten. Oh Gott. Muss das sein? Was? Warum? Der ist ja richtig räudig hier. Wahrscheinlich ist unser Sohn der Mörder. Der hat alles nur inszeniert. Das ist aber viel Blut hier. Das kriegt jetzt so eine richtige... Ekeloptik. Alles. Bäh. Ja, denn das tust du. Du verlierst den Verstand. Oh Gott! Was? Okay. Da ist der Tattoo-Shop. Wir folgen immer noch dem Blut. Aber warum? Was ist das denn alles? Das ist alles so abgefuckt hier. Na toll. Die sehen auch immer verrückter aus, die Typen, die wir da finden. Haben wir einen Hammer? Was ist denn das alles hier? Hentai-Paradies oder was? Null, null, null?
Zeit zu hacken. Ah, das Spiel ist sehr unangenehm gerade in der letzten Zeit. Also, es wird nicht besser. Oh Mann, 2 1 2. Nee. Oh Gott. Da kann ich jetzt lang tun. Aber warum ist das Licht ausgegangen? Ich glaube, wir sollen jetzt nicht rumprobieren. Eine Straße, und da sitzt einer. Oh, das ist jetzt eine richtige Straße da draußen. Das ist jetzt dieser Hinterhof. Ist es immer noch der Tattoo-Shop? Ja, klar. Okay. Ist das der Ding hier, ne? Der Mann von der Frau? In dessen Erinnerung wir als Erste waren? Ich bin so verwirrt gerade. Ich peil gar nichts mehr. Okay. Da ist noch dieses pulsierende Gewebe dahinter, dann wieder so Teilen von so Implantaten. Ich habe das Gefühl, wenn wir den Knopf drücken, passiert irgendwas Böses. Was? Na toll, das hätte ich mir auch denken können. Warum habe ich es nicht gleich mit 69 versucht? 69. Da liegt einer mit so einem Bildschirmkopf. Ich bin so verwirrt. Dieses Spiel. Hier ist jetzt auch niemand mehr. Ich kapiere gar nichts. Okay, 69. Ich kann auch gerade nicht mehr so gescheit kommentieren, weil ich bin voll. Ich bin richtig angespannt. Was? Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Die sieht total kaputt und abgefuckt aus. Ich verstehe. Seine Geschichte verwirbt sich gerade mit anderen Geschichten und wieder anderen und. Oh Gott! Ich komme gar nicht mehr mit. Sind wir noch in diesem Haus? Ist das gerade Realität oder dreht er gerade wieder durch? Okay, was haben wir hier? Immer noch so eine Art Küche. War alles kaputt und zerstört und abgefrackt und. Hä? Warum?
need to ask you some questions. Shh. Keep your voice down. He'll hear you. Wer? Who will? The one of many shapes. We don't speak his name. Lord Voldemort? Krass. Does he live around here? Below. He lurks below. Mm. He comes out to hunt. How do I find him? You don't. He finds you. He always gets his prey. What are you talking about? No, I've already said too much! Helfen Sie mir, Ihnen zu helfen. I won't let him hurt you, if you work with me. I can't. I'm sorry. He'll know. How? He's coming. He's coming. No! Ich renne mal ein bisschen. Was? Was? Hey, Foggy. The fuck? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber das hat jetzt gerade schon sowas von Harry Potter hier. Warte, kleines Reh. Hä? Ein Fahrrad. Juhu, wir können fahren. Hä? Was ist da? Warte mal, da ist was. Da ist was. Holochip. Ah, warte mal. Nee, so geht's nicht. Ach so, wir sind gerade in so einer Holo-Welt. Wir müssen immer kurz warten. Okay, das ist geil gemacht. Okay, das ist geil gemacht. Das muss ich echt zugeben. Da haben sie sich echt mal was Geiles ausgedacht. Ich glaube, da ist eine Sackgasse. Kann das sein? Ja. Eine komplett andere Art von Labyrinth. Ah, da vorne. Hallo? Kommt der auch mal näher? So, wahrscheinlich laufe ich gerade. Ah, ich dachte, ich renne halt dann irgendwann gegen eine Wand oder so. Bingo. Puh, das war cool. Sind wir schon wieder draußen? Wartet mal ganz kurz, einmal hier. Aber wir sind ja runtergefallen. Das war echt geil gemacht. Wow, auf so eine Idee kommen die wenigsten Entwickler. Wenn man wirklich. Wow, das haben. Die kombinieren das halt alles so gut. Okay, er jagt. Okay, da können wir nicht weiter, oder? Doch, die Frage ist, können wir jetzt nochmal ein bisschen. Ah, ich glaube, ich muss mal wieder Synchrosie nehmen. Oh Mann, der arme Daniel, eigentlich bin ich so. Da ist nochmal so eine. Aber das war doch die, die wir vorhin schon mal in diesem Zimmer gefunden haben. Nur war das Zimmer da total blutig und so, ne? Genau, mit dem Topf auch. Naja, wir waren hier gerade vorher schon mal bloß in dieser abgefuckten, verqueren Welt. I'm right on your tail.
Aber es führt nach oben. Ich würde trotzdem gerne noch mal nach unten gehen und in dieses Zimmer 205 gucken. Einfach nur, um zu wissen. Alter! Scheiß Tauben. Ach, war das nicht der Typ mit dem Labor hier, mit diesem kleinen privaten? Aber über den konnten wir ja nichts mehr rausfinden, ne? Das war ja ein bisschen komisch bei dem. Da konnte man nichts mehr rausfinden, genau. Der wirklich menschliche Implantate und so einen Scheiß hatte. Aber hier haben wir uns ja schon umgeguckt. Hier war ja nichts mehr. In diesem Bezirk kommt man nicht auf die Verstellung. Diese hatte wohl eine Fehlfunktion. Ein Blick zurück könnte sich auszahlen. Ja, aber wir haben ja jetzt eigentlich schon alles rausgefunden, was es hier zu finden gab. Wir haben die ganzen Mails gelesen. Ja, gut. Alter, das ist immer noch. Wow. Warte mal. Nein, das wollte ich nicht. Ah. Mensch, ich hier einmal verdrückst, dann. Okay, kann man vielleicht den Strom abschalten irgendwie? Nee. Oder hier? Ist er das überhaupt? Ist er vielleicht der Jäger hier, der von hier kommt? Naja, okay. Ich finde es zwar, wie gesagt, gut, dass hier so viele Nebenquests gibt, aber ich würde mich jetzt trotzdem erst doch einfach nochmal auf die Hauptquest konzentrieren, weil ganz ehrlich, da jetzt noch 10 Stunden rumzusuchen, habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht die große Lust drauf. Wo ging es denn hier jetzt raus? Hier ging es raus. Und deswegen gucken wir jetzt dann doch einfach mal hoch und gucken mal, ob wir den Kollegen noch finden. Weiter oben. Aber waren wir nicht schon mal hier oben? Und wurden dann abgewiesen? Nein, hier oben waren wir noch nicht. Hier ging es nie weiter. Auf dem Dachboden. Oh Mann. Warum? Warum? Warum muss das so sein? Ich bin so allein. Kein Schwein wird bei mir sein. Ja, bevor ich jetzt hier in die Höhle des Löwen gehe, ja genau, werde ich jetzt hier. Ich will zurück. Noch eine. Ja. Mal gucken, vielleicht wird es ja das letzte Mal sein, dass ich jetzt hier eine Aufnahme-Session. Also das vorletzte Mal sein, dass ich eine Aufnahmesession beende. Vielleicht würde die nächste Aufnahmesession die letzte sein. Ich finde, das neigt sich schon so ein bisschen dem Ende zu von Dingen her, weil wir jetzt dem Typen nahe sind, wobei wir natürlich auch noch nicht wissen, was mit unserem Sohn ist und wie das jetzt alles mit diesen ganzen Morden da zusammenhängt. Aber es könnte schon sein, dass sich es langsam dem Ende zuneigt. Und da ich jetzt auch gerade keine Zeit mehr habe, leider, werde ich aber dann, wie gesagt, genau jetzt hier einen kleinen Stopp einlegen. Und dann beim nächsten Mal, wie gesagt, in die Höhle des Löwen gehen, worauf ich ehrlich gesagt überhaupt keine Lust habe, aber gut. Irgendwann muss das ja sein. Ach, das Spiel, das ist irgendwie mit eins der schlimmsten. Das macht mich so fertig, das Spiel. Ja. Gut, dann, wie gesagt, ohne große Umschweife bis zum nächsten Mal bei Observer und hoffen wir, dass wir das dann bald abschließen können.